So, Guerillakrieg, pass auf. Scheiße. Ey. Aber sonst geht's hier noch gut, ja? Kumpel. Batman, ich habe eine Schwachstelle in den Drohnenpanzern entdeckt. Ich überprüfe das und melde mich dann. Naja, wenn du auf die Türme schießt, dann explodieren sie für gewöhnlich schneller. Nur bin ich absolut nicht Shooter-affin, also hurra. Kann ich ewig schießen. Wie? Ich würde gerne mal wissen, welche Logik hinter den Rädern steckt. Wie sind die in diesem Gelenk angebracht, dass die so und so sich drehen können? Lass raten, hier darf ich jetzt wieder alleine weiter, oder was? Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Na, herrlich. Kann ich das Wachgeschütz irgendwie ausschalten? Junge. Ah, Lüftungsschächte. Aber wo sind denn hier? Ach, da ist ein Eingang. Gut, so kann man es auch machen. Das Spiel verrät ja schon wieder alles. So, und jetzt? Was hat uns das gebracht? Geht's unter den Gittern vielleicht noch weiter? Ich glaube nicht, ne? Tragbare Defensivwaffe, das Ding schießt doch direkt auf mich. Kriege ich irgendwie das Tor auf? Da läuft ein Kabel lang. Ah, da vielleicht. Jetzt im Fortfahrenbereich sichern. Du bist lustig. Das sagt das doch, dass du ein Techniker bist, der das Ding einfach so ausmachen kann. Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer, die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Ich mir nicht. Das hier einbetonierte Leute? Nee, nur deren Anzüge, ne? Ich muss das Auto erst hierher bringen, wo ich sie nutzen kann. Ja, das wollte ich doch gerade machen, Junge. Das war's! An alle Einheiten! Gegen die Chemicals wird evakuiert! Ich wiederhole, dies ist der letzte Evakuierungsbefehl! Wer zurückbleibt, stirbt einen grausamen, angsterfüllten Tod! Also los! Ich mag ja das Auto, aber langsam nervt's. Psychosen.
und in extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten. Ihr habt alle euren Treffpunkt. Seid also da, oder Gott stehe euch bei. Und wenn ihr da seid, warten. Wir haben Drohnen in den Straßen. Wachtürme scannen den Himmel. Wir müssen nur den Babysitter für diese Endstadt spielen und Arkham Knight und Scarecrow ein paar persönliche Probleme mit Batman klären lassen. Und dann wird jeder... seinen sehr großzügigen Ruhestandslohn genießen können. Verstanden? Sir, wir hörten, dass eine Lieferung des Angstgases vom Standort abtransportiert wurde. Das ist korrekt. Diese Ressourcen wurden Phase 3 der Operation zugeteilt. Sonst noch Fragen? Nein? Gut. Dann gehe ich zur Sicherheit alles nochmal durch. Im Moment trifft unser... Gut, darauf habe ich gewartet. Ich wollte nur erstmal wissen, was Phase ist. Irgendwie doch mehr Leute, als ich dachte, dabei. Ja, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Aber jetzt, das hat er auch nicht gesehen. Na, immerhin. Nutze die Umgebung, nutze die Umgebung. Nutze noch mehr Umgebung oder erstmal über den Typen darüber. So, haben wir jetzt mal langsam das Feld ausgedünnt? Es wird irgendwie nicht weniger. War vielleicht doch eine doofe Idee, hier direkt reinzuspringen. Juhu, Leute! AB funktioniert es aber gerade auch nicht. Ich versuche gerade die ganze Zeit über in diesen verdammten Stromkasten da rein zu... Genau so. Falls sich irgendwer fragt, was ich da die ganze Zeit mache in der Ecke. So, war es das jetzt? Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammerkapazität laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. An alle versammelten Einheiten, treffen auf dem Aufmarschplatz der westlichen Insel. Sofort! Wir haben heute Nacht gute Arbeit geleistet, Leute. Gott gehört uns! Nur ein Raum nur des Raumes willen? Das kann ich nicht ganz glauben. Da bin ich dann doch Skeptiker. Irgendwas ist doch hier garantiert noch. Wahrscheinlich waren hier nur noch mehr Leute drin. Gut, haben wir mittlerweile in Erfahrung gebracht, was wir noch so brauchen? Zwei Stück. 1, 2, 2, 1. Nein. Haken ausschalten ist gerade auch nicht so wichtig. Was ist das hier? Betäubungsdauer? Nee, haben wir noch gar nicht zum Betäuben benutzt, das Ding. Explosivgel sofortiges Ausschalten? Ja, nehme ich. Okay, ich sehe Geschütze.
Gentlemen. Heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Es wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen. Einem Monument der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln wird. Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Wer riecht? Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Das war nix. Da ist er. Siehst du mal, Story gleich vorbei, Spiel geschafft. Explosionsradius bei 23 Meilen und ansteigen. Ging doch schneller als ich dachte. Nein! Kommt jetzt wenigstens noch jemand und guckt sich das an? Yep. Dude on the way. So, wenn ich das noch ein paar Mal mache, dann bin ich ganz gut dabei. Wie viele haben wir noch? Genug. Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen? Gotham wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat. Wie geht es voran? Fast geschafft, fast geschafft. Ja, was heißt hier nein, Junge? Eigentlich wollte ich euch ängstigen. Aber ihr seid blöderweise aus der Schusslinie gelaufen. Konnte ich das dann doch nicht mehr machen. Drei sind's noch. Gut, dann... Dich komme ich gerade nicht ran. Du bist gewieft. Aber nicht lange gewieft. Notfall. Explosionsradius bei 31 Meilen und ansteigend. So, da waren es nur noch zwei. Und betet, dass ihr mein Angsttoxin nicht aus erster Hand zu spüren bekommt. Die Bürger Gothams können laufen, aber sie werden ihrem Schicksal nicht entkommen. Sieht ihn jemand? Das spielt keine Rolle. Wenn wir die Chemikalien verladen haben, kann er nichts mehr machen. Verdammt! Fast. Nö. Na gut, dann zum Kapuzenmann. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen, was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da?
Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Toll. Das ist also kein Weg nach draußen. Was haben wir denn hier? Wir haben das Terminal. Kann ich da irgendwas machen dran? Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht. Aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie! Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie! Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte! Wohin soll denn der Kram? Ich schätze mal da hinten rein. Sie, Alfred. Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Blues. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Wow. Hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte. Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Na komm, tiefer rein da. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50% reduziert. Komm. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie. Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Blues, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Alfred. Hast du mich vermisst?